Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video zu dem Thema Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungen. Heute geht es um das Thema Abnehmen mit Weizengras. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Kunden darüber, der regelmäßig ein Weizengrasgetränk nimmt und sich davon quasi verspricht, dass er besser Fett verbrennt und dass er besser abnimmt. Nun erstmal die Frage, was ist Weizengras? Eigentlich ist Weizengras nichts anderes als im Prinzip die kleine, klitzekleine Weizenpflanze geerntet. Das, was oben grün ist, quasi von den Keimlingen, die erste Frucht sozusagen vom Halm geschnitten, getrocknet, zu Pulver gemahlen. Also quasi ein rein pflanzlicher, natürlicher Stoff. Warum benutzt man das? Weil Weizengras wie alle Keimlinge oder Keimpflanzen sehr, sehr voll von Nährstoffen sind, von Vitaminen, Mineralien. Und das ist auch genau der Grund, warum man Weizengras eigentlich aufnimmt und warum man das verwendet. Man hat eine hohe Versorgung mit Vitaminen, mit Mineralstoffen. Zudem wirkt das basisch auf dem Körper. Immer dann, wenn wir Mineralien in den Körper hineinbringen, ist das gut für den Säure-Basen-Haushalt. Und na klar sind Vitamine und Mineralien absolut nützlich und hochwertig für unseren Körper. Vor allem, wenn sie aus einer ganz natürlichen Quelle kommen, dann brauchen wir sie. Das ist ja auch der Grund, warum die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, eigentlich 5-mal am Tag frisches Obst und Gemüse zu verzehren, damit wir möglichst viele Vitamine und Mineralien bekommen. Jetzt ist die Frage, hilft Weizengras beim Abnehmen? Und daran könnte man die Frage anknüpfen, was machen denn genau Vitamine und Mineralien in unserem Körper? Nun, die sind unter anderem sehr wichtig, um den Enzymhaushalt zu unterstützen. Die Enzyme sind quasi die kleinen Reglerstoffe, die helfen, den ganzen Stoffwechsel zu regulieren. Die funktionieren im Prinzip nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, ein bestimmtes Enzym macht den Weg frei, damit ein bestimmter Stoff, zum Beispiel Kohlenhydrate oder auch bestimmte Proteine, Eiweiße, im Körper weiterverarbeitet werden können und dass der Körper sie quasi so nutzen kann, wie es die Natur vorgesehen hat. Das heißt, wir brauchen die Enzyme, um alle Dinge, die wir essen, so aufspalten und verwerten zu können, dass unser Körper sie letzten Endes benutzen kann. Und natürlich ist das wichtig und gut, dass wir einen möglichst reibungslos arbeitenden Stoffwechsel haben. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, viele funktionierende Enzyme zu haben. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, Vitamine und Mineralien aufzunehmen. Allerdings, wenn ich speziell beim Abnehmen keine negative Kalorienbilanz habe, reicht es nicht. Ich brauche also eine negative Kalorienbilanz. Ich muss also mehr Kalorien verbrauchen, als ich aufnehme, oder im Umkehrschluss, ich muss weniger essen und mich mehr bewegen, damit ich einfach ein Gap, also eine Kalorienlücke erzeuge. Und wenn ich diese Lücke nicht habe, dann werde ich nicht abnehmen, auch wenn ich super viele aktive Enzyme in meinem Körper habe und mein Stoffwechsel super gut funktioniert. Habe ich zu viel Bausteine, zu viel Brennmaterial in Form von Kalorien in meinem Körper, was mein Körper nicht benutzt und nicht verarbeitet, in dem Moment wird er es aufheben. Er wird dieses Material umbauen zu Fetten, zu Depotfetten und einlagern und für schlechte Zeiten aufheben. Da hilft leider auch kein Weizengras. Das bringt in dem Moment nichts. Natürlich ist das Weizengras völlig in Ordnung. Du kannst das gerne benutzen, setz das ein, wenn es dir gut tut, wenn es dir hilft, wenn du gute Erfahrungen damit hast. Da möchte ich überhaupt gar nichts gegen sagen. Ich möchte aber ganz klar sagen, wenn du eine positive Kalorienbilanz hast, wirst du nicht abnehmen, auch wenn du Weizengras einsetzt. Es ist leider kein Wundermittel, was dem Körper dazu verführt, dass er zu viel gegessene Kalorien einfach ignoriert. In diesem Sinne, danke, dass du zugeschaut hast. Schreib mir gerne deine Erfahrungen mit Weizengras oder deine Fragen dazu in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.